Okay, die Kurve nimmt er an, Richtung Stock, kommt kurz vorm Grün auf. Nee, ja, hervorragend. Und rollt auch noch hin. Das sieht doch schon wieder nach einem Eagle aus. Welcome to EA Sports, PGA Tour Golf. EA Sports and the Korn Ferry Tour are proud to bring you this look at the future stars in the sport of golf. From Hilton Head Island and Harbortown Golf Links, it's third round coverage of the Hilton Head Invitational. Well, if yesterday was any indication, we should be in for a memorable weekend of golf here as we take in the leaderboard on this Saturday. Our leader here on Saturday is our featured golfer. He's got a sizable advantage here as he looks to increase it further. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zur Hilton Head Invitational. Dritte Runde, dritter Tag. The Moving Day steht an und ihr seht es, wir führen das Leaderboard an. Das heißt, so viel zu moven gibt es für uns nicht, sondern wir müssen einfach aufpassen, dass uns keiner einholt und dass wir unseren Vorsprung hoffentlich sogar noch ein bisschen ausbauen können. Wir stehen am ersten Abschlag natürlich hier und müssten als Leader auch im letzten Flight sein. Was eben heißt, dass wir das Feld ein bisschen beobachten können. Auch heute wieder der Wind moderat, also nicht ganz so schlimm wie am ersten Spieltag, wo wir hier dann sofort uns das Doppelbogey eingefangen haben. Also bin ich sehr optimistisch, dass wir hier eventuell eine ähnliche Performance hinlegen können wie am zweiten Spieltag, wo wir dann die Führung auf dem Leaderboard übernommen haben. So, legen wir also los. Auch heute wieder 18 Holes am Stück im Quick Mode. So wollen wir es mal nennen. Und wir schauen natürlich wieder mal hier auf die Bahn. Der Wind wird hoffentlich, genau, der Wind hilft uns diesmal, den Ball auf die richtige Seite im Fairway zu bringen. Auch diesmal, wie am zweiten Spieltag, steckt die Fahne auf der rechten Seite. Das macht es uns etwas leichter. Und so ungefähr würde ich den Ball platzieren bzw. abschlagen wollen. Wir schauen uns das mal aus der Perspektive an. Wunderbar. Okay, Freunde, lasst uns losgehen. Moving Day. Die Hilton Head Invitational Harbortown Golf Links. Ich wünsche uns allen ein schönes Spiel. Ja, er bleibt wieder mal auf der linken Seite. Es ist ein bisschen schwierig, den Ball auf die rechte Seite zu bringen, habe ich den Eindruck. And that should be just fine. Good drive there to get the Saturday round underway. Aber es sieht so aus, als könnten. Ah ja. We're looking at 131 yards left to the flag. And that wind is hearing from left to right, so you need to factor that in as you start this ball. Ja, das Problem ist natürlich, wie wir jetzt sehen, hups, ja klar, einen Punch machen wir hier keinen, Approach. So, das Problem ist, wie wir sehen, ja, sehen Sie wenig. Also, wir müssen auf jeden Fall über rechts kommen, haben aber das Problem, dass wir hier um diese Äste herumkommen müssen. Und dazu müssten wir also wirklich einen Draw spielen, was mit einem Wedge natürlich gar nicht so einfach ist. Denn wir haben ja eigentlich zu wenig Flugbahn für so einen Schlag. Okay, der Wind drückt den, das heißt, von der Länge her müsste es passen. Ja. Okay, er nimmt tatsächlich die Kurve stark an, das ist nicht schlecht. Und jetzt sollte er, ja, liegen bleiben. And that ball looked good in the air. You'd like it to be a little closer, but still, inside 40 feet, just gonna have to be careful with the lag putting. So, wir wollen heute schauen, dass wir auf jeden Fall Reward Points erwirtschaften, damit wir dann hoffentlich gute Driver Specs und XP, Experience Points, um noch Skill-Punkte zu bekommen. Denn dann dürften wir nämlich auch unseren Driver etwas ein bisschen pushen können. Also das wäre das Ziel für die Zukunft. Aber jetzt in naher Zukunft sollten wir natürlich versuchen, diesen Ball hier zu versenken. Okay, es geht am Ende ein kleines bisschen bergauf. Das heißt, er wird relativ abrupt zum Liegen kommen, weil er dann schon langsam ist. Das Ganze über die linke Seite und dann tut sich da wenig. Okay, es ist nicht viel. Ziel muss es wie immer sein, den Ball, wenn er nicht trifft, leicht hinter den Stock zu bringen. Die Chance soll er auf jeden Fall bekommen. Ja, kommt er noch rüber? Kommt er rüber? Er läuft rechts vorbei. Okay, war wieder mal ein guter Putt. Gar keine Frage. So, und das heißt, wir haben wieder einen Tap-In.
safely in. It's a par here at first, and he's going to maintain that substantial lead. So, also, auf jeden Fall sind wir schon mal wieder ordentlich mit einem Pärchen in das Turnier gestartet. Die nächste Bahn ein paar 5 und ich glaube mich zu erinnern, dass es hier einen Quest gibt, dass wir hier ein Eagle spielen sollen. Theoretisch machbar, theoretisch möglich. Wir können mit dem zweiten das Grün erreichen, wenn wir den Ball gut hier natürlich aufs Fairway oder ins Fairway platzieren. Ja. Okay, das sieht gut aus. Da kommen wir durch, da kommen wir durch die Lücke. Okay. Ein Eisen 5 mit leichter Rückenunterstützung. Ein bisschen Rückenwind, er treibt uns ziemlich weit rüber nach rechts. Ein Eisen 5, vielleicht eher ein Eisen 6, damit er dann hinrollt. Ja, wir sehen es, der Wind macht ganz schön hier was aus, doch... Ja, nein, 9 Miles per Hour ist jetzt nicht zu unterschätzen. Ich denke, er müsste eigentlich so kurz vorm Grün aufkommen und dann reinrollen. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Okay, die Kurve nimmt er an. Richtung Stock kommt kurz vorm Grün auf. Nee, ja, hervorragend. Und rollt auch noch hin. Das sieht doch schon wieder nach einem Eagle aus. Oh. Ja, okay, wir wollen das Eagle nicht vor dem Abend loben. Wir haben hier natürlich schon einen ganz schönen satten Break. Sollen wir den mit Schmackes ranspielen? Durch das Break durchspielen, aber dann laufen wir natürlich Gefahr, dass er hinten rausrennt. Nochmal kurz schauen. Es geht berghoch, also wir müssen sowieso mit Schmackes. Ja, das ist jetzt echt so ein Punkt. Ich würde das Eagle gerne spielen. Aber wie viel Break nimmt er jetzt hier an? Wenn wir dem einen mitgeben? Bisschen mehr. Ah, yes, a great putt there. It's an Eagle here at the second. Yo! To 2 under par. Und da haben wir doch tatsächlich den Quest erfüllt. Das gibt wieder Gummipunkte. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Chapter completed. Sehr gut. Wir sind an Bahn Nummer 3. Bahn Nummer 3, ein Par 4. So rum ist es richtig. 446 Yards. Und auch hier haben wir jetzt ziemlichen Rückenwind. Das heißt, einfach nur Mitte Fairway. Dann wird er schön da rechts reinrollen, denke ich. Und dann haben wir einen guten Winkel wieder fürs Grün, beziehungsweise einen guten Winkel für den Schlag ins Grün. Ah, bleibt ein bisschen links, das gefällt mir nicht so. Ah, doch, es geht, es geht. Linkes Fairway ist auch okay. Second shot coming up, let's check in for the first time with Notovegay the third. Left himself with 149 and coming off the eagle on the last hole, no reason to think he won't be in attack mode here. Ja, wir sind im Attack Mode, sagt er. Wir haben auf jeden Fall Rückenwind. Ein Wedge müsste schnell zum Liegen kommen und der Wind müsste eigentlich den hier diese Schlägerlänge hintreiben. Ja. Wenn man mich fragt. Wir können natürlich auch Approach, rollt er etwas. Nee, da hat er mehr Spin. Wenn wir den Schläger nehmen mit dem Eisen 8. Okay. Eisen 9, aber etwas kürzer. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Etwas kürzer. Okay, ein bisschen wird er rollen, oder nicht? Ah, rollt raus, schade. Mm. Ja, dann müssen wir wieder chippen. So. 6. 3. Es bricht nach rechts. Es bricht nach rechts. Ja, und es geht ein bisschen zum Stock. Okay. Was haben wir noch? 4? Ah, 5 Fuß. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. So wie das aussieht, haben wir kein Break.
kein Break, ein bisschen und dann straight to the hole. Nicely done. It is a par here at the third. And he'll remain well in control of this tournament. So, man muss auch dazu sagen, dass ich natürlich sehr gute Specs auf dem Putter habe. Ich habe natürlich mein Putting extrem mit Skill aufgefüllt und auch der Ball hat hier ein bisschen was abbekommen an Speck, damit er natürlich gut beim Putten ist. Putten ist ganz, ganz wichtig. Ich wiederhole es gerne nochmal, den Spruch, the drive is for the show, but the putt is more the money. Also auf dem Grün entscheidet sich es sehr, sehr häufig. Natürlich mit einer guten Annäherung macht man es sich einfacher, aber man muss natürlich auch die Bälle reinbekommen. Also das Putten ganz, ganz wichtig. Wird sehr häufig immer unterschätzt. Okay. Rückenwind. Die Fahne steckt da hinten. Er will Eisen 6. Boah, mit Eisen 6 Rückenwind. Wir müssen aber über links kommen. Eisen 6. Eieieiei. Eisen 6 über... Ja, das ist natürlich wieder alles sehr, sehr gefährlich. Okay. Da wollen wir mal hoffen, dass der auf jeden Fall übers Wasser kommt. Ja, er geht gleich rechts weg. Der wird sowieso nicht aufs Grün kommen. Oder er springt noch ein bisschen nach links. Ja, bleibt sofort liegen. Okay, damit können wir leben. So, wie will er den hinfloppen? Ein Flopshot, damit er möglichst schnell zum Liegen kommt. Ein Flopshot, damit er schnell zum Liegen kommt. I think I'd be fairly pleased with that, Frank. What do you think? I certainly do. It was so, so good. Ja, dadurch verhindern wir definitiv, dass er wegrollt. Finished off. It's a par here at four. And that's going to keep this large lead right where it is. So, das Eagle war natürlich schon beeindruckend. Wir gucken mal ganz kurz jetzt ins Leaderboard. Wir sind 7-7 haben wir vor. Da gibt es einen Douglas, der hat 3 unter. Ansonsten 3 unter auch da hinten im Feld. Okay. So, wir haben Gegenwind. Das heißt, wir werden hier überhaupt nicht reinkommen, so wie es aussieht. Ein paar 5, 527 Yard. Hier ist natürlich auch die Kunst mit dem zweiten. Ja, wir kommen da mit dem zweiten nicht aufs Grün. Definitiv nicht. Wir versuchen mit dem Draw den Ball doch hier links rein zu kriegen. Ja, aber der drawt mir etwas zu früh. Das sieht mir stark nach rough aus. Ja. Ist aber nicht dramatisch, weil wir sowieso nicht mit dem dritten, mit dem zweiten draufkommen. Aber dann nehmen wir natürlich kein Holz. Wir nehmen natürlich kein Holz, wir nehmen das Hybrid. Aus dem Rough spielt man ein Hybrid. So, 84 bis 92, also wird schon extrem kurz bleiben. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ja, da ist der Bunker. Okay, das Hybrid. Ja, und dann drauf pitchen, anders wird es nicht gehen. Wir haben auch noch Gegenwind. Ja, ich meine, er nimmt normalerweise kaum hier Kurve an. Aber wir versuchen mal, dass ein bisschen nach rechts rüber geht. Jo, das war ein guter Kontakt. Er fliegt auch gut raus. Ja, aber da fehlen natürlich dann schon 15 bis 20 Yards. And that's where you need to be, back into the fairway on this par 5. Okay, jetzt pitchen. 59 Yards. Über rechts, denn er wird dann auch nach links springen. 59. Ha. Wie viel wird er rollen bei der Entfernung? Wie
Wie viel wird er rollen? Ah, so gut wie gar nicht. Okay, der ist sofort hochgesprungen und liegen geblieben. Well, safely on, but that's gonna be a long way away. Gonna have to give this a pretty good thump. This is well back there and into the hill. So, es geht 9 Inches nach oben. Das heißt, wir machen definitiv 4 Kästchen, damit wir auch hinkommen. Das Ganze über rechts, kontinuierlich über rechts. Und ihr wisst Bescheid, wir werden natürlich etwas stärker über rechts gehen. Ja, damit er oberhalb, also rechts vom Loch bleibt. Denn wenn er drüber rollt, rollt er uns nicht so weit links weg. Okay. Ja, ab der... Ja, das erste Drittel ist ein wenig wenig. Dann geht es einen Berg hoch und oben rollt er dann aus. So, jetzt bremst er. Und dann rollt er leicht aus. Und... Wow! Sensational! What a putt there! From a long way out. That somehow goes down for a birdie. And he moves to 17 under par. Sehr schön. Ja, get one long putt. Auch da haben wir wieder was erreicht. Schauen wir mal, ob das am Schluss auch wirklich wieder für ein paar, ob sich das in entsprechenden Skill Points, Reward Points oder Experience Points dann auch noch alles wieder dann niederschlägt. Okay. So, wir haben ein paar vier. Der Ball wird durch den Wind definitiv hier vom Bunker eigentlich weggetrieben, sodass wir uns da gar keine Sorgen machen müssten. Ein kleines bisschen faden. Und normalerweise nimmt er ja den Fade gar nicht an. Ja, sieht man, er springt, er fliegt trotzdem nach links. So, aber er bleibt mit Sicherheit relativ schnell liegen. Noch vor den Bäumen, sehr gut. Hey, that's gonna be right down the middle. From the fairway, Iona, this is second. It's 125 yards left to the hole. Wind into the face, so you'll definitely need to account for that. Ja, wir haben leichten Gegenwind, das heißt definitiv länger reinspielen. Wir wollen auf jeden Fall hinter den Stock aufs Grün, damit wir putten können. Hinter den Stock. Auf keinen Fall zu kurz. Sonst tun wir uns da ein bisschen schwer. Ja, das Ganze fällt dann nach rechts rüber. Okay. Und da müsste dann auch ein bisschen Backspin dabei sein, obwohl mit dem Pitching Wedge nicht so sehr. Ja, da hat jetzt ein bisschen Speed gefehlt, oder? Oder? So, kein Spin bitte. Oh. Oh. I'm not sure that strike, whether they got it all, but balls just come up a little shy. Outside chance for a birdie. So. Okay, das ist wieder so ein leichtes Double Break. Zuerst geht es natürlich stark nach links und vorne geht es wieder ein bisschen nach rechts. Das heißt also, wie viel halten wir rechts an, damit er dann unten auf die linke Lochkante geht? Aber das ist dann nur noch der letzte Zentimeter in Anführungszeichen. Ah. But it didn't get there. So. Safely in for par here at the sixth. And he'll hold tight at 17 under par. So wichtig ist schlicht und einfach, dass wir keine Bogies spielen. Wir kommen zur 7, ein Paar 3, das zweite Paar 3 auf dem Front 9. Jetzt haben wir ziemlichen Rückenwind und das 4er werden wir hier nicht spielen, auch nicht das 5er. Wir werden das 6er spielen. Wichtig ist es nur, hier ins Grün zu kommen und dann safe zum Paar zu putten, würde ich sagen. 8 Miles ist schon ordentlich. Er wird auch ganz schön rollen. Ja. Ja. Einen kleinen Draw vielleicht. Einen kleinen Draw. Zum Stock hin. Einen kleinen, leicht hohen Draw. Ja, geht ziemlich stark rechts. Okay.
Aber jetzt sollte er doch hoffentlich... Ah, schade, schade. Ja, da oben bleibt er liegen. Eigentlich pin high. Ja, eigentlich pin high. So, 8. Okay. Er bewegt sich von rechts nach links. Er müsste nach links springen. Wieder knapp vorbei. Also mittlerweile muss ich sagen, finde ich, chippen wir relativ gut. Es gab mal eine Zeit, da war ich überhaupt gar kein Freund des Chips. So, ein bisschen bergauf gehe ich mal von aus. Ja, es geht ein bisschen bergauf. Wenig Break. Yep, well done. That's in for par here at 7. And he'll stay right where he is. So, wir haben 8 Schläge Vorsprung. 9 Schläge, sorry. Also insofern wird das ein Moving Day, der den Abstand hoffentlich noch mal ein kleines bisschen vergrößert, damit wir dann am 4. Spieltag getrost und sicher unserem dritten Turniersieg hier auf der Korn Ferry Tour entgegensehen können. Und das heißt natürlich, dass wir uns dann qualifiziert haben für die PGA. Ich möchte natürlich dann auch die Korn Ferry Tour noch zu Ende spielen, aber dann machen wir das Ganze. Es gibt ja auch die Möglichkeit, eben mit einem Rundenmodus zu spielen. Da bin ich dann auch mal drauf gespannt, denn wenn wir sozusagen sicher qualifiziert sind, dann können wir natürlich auch ein bisschen was tun. Aber ich möchte natürlich die Korn Ferry Tour gerne gewinnen, denn dann gibt es nämlich auch nochmal Bonuspunkte, die wir gut gebrauchen können. Aber wir schauen dann, dass wir natürlich ein bisschen zügig hier durchkommen, denn wir wollen die tollen Plätze und die Gegner auf der PGA Tour gerne haben. So, jetzt, oh, wieder mit Gegenwind. Mit Gegenwind und okay, er treibt uns den Ball ein bisschen nach links. Dann nehmen wir das so hin. Ja, aber er fliegt eigentlich geradeaus. Dann haben wir noch bis zur Fahne 195 Yards. Eisen 5, wollte ich gerade sagen. Okay, das Grün ist ja nicht allzu groß, muss man so sagen. Das Grün ist nicht besonders groß. Eisen 6 wäre mir jetzt fast lieber. Ja, der Wind drückt den rüber. Wir müssen über rechts kommen, wenn er reinrollt. Er wird hoffentlich etwas kürzer sein und vor dem Grün aufkommen. Dann nimmt er auf jeden Fall viel Speed raus. Das passt soweit. Er bleibt sogar links vom Stock. Kommt auf den Grün auf und wieder Pin High gespielt. That's well played. Now a good look at Birdie. Now note this for Birdie. And not much up or downhill here, so speed not a consideration. All that needs to be looked at is the movement from left to right. Ja, natürlich ist es ein Birdie-Putt jetzt von der Entfernung her, aber natürlich nicht mit diesem Break. Das Break ist gewaltig, denn wir müssen langsam putten. Es geht ein bisschen bergab. Und dadurch nimmt er den Break immer mehr an, als wenn wir hochputten, berghoch. Weil wir wollen ja auch nicht, dass er zu sehr dann übers Loch hinausrollt. Ja, das ist schon ein gewaltiges Break, bin ich der Meinung. Aber die Strecke ist nicht so groß. Ja, geht oben drüber, das ist soweit okay, bleibt hinterm Loch liegen, sofern wieder alles gut. So, ein bisschen mehr über rechts. Okay, that in for par here at the 8th. And he'll remain right where he is. So, wir kommen zu 9, das letzte Loch hier auf den Front 9 und da hinten sehen wir auch das Clubhaus. Die 9 geht also Richtung Clubhaus. Und da hatten wir schon mal das Thema, dass wir mit dem River fast hier bis zum Bunker gekommen sind. Ich überlege gerade, ob wir das diesmal wieder wollen oder ob wir hier eigentlich ein bisschen kürzer bleiben. Die Fahne steckt rechts, gell? Ja, da dürfen wir nicht so weit rechts sein, weil sonst müssen wir hier über die Bäume spielen. Okay, es sollte doch eigentlich so passen.
Ja, der nimmt kaum die Kurve. Der nimmt gar nicht die Kurve. Ei, aber das ist kein Problem bei der Entfernung. 66 Yards. Wichtiger ist viel eher, ja, wir haben eine freie Spielbahn. Irgendwo da oben ist anscheinend doch ein Ast, der uns im Wege ist. Okay, ein 60er Wedge mit Finesse. Das heißt, wenig Spin. Ein bisschen trotzdem länger. Ja, der will da oben hängen bleiben. Wenn wir noch mehr machen, bleibt er auch hängen. Da ist doch eine Baumkrone. Es hilft nichts. Wir müssen, ja, das bringt ja nicht viel. Da tut er eigentlich nicht viel. Dann müssen wir uns überlegen, ob wir wirklich den etwas länger spielen oder etwas kürzer spielen, damit er liegen bleibt. Okay. Ja, geht sofort nach rechts. Geht auch an dem Ast vorbei. Ja. Oh, hat trotzdem ganz schön Spin. Okay, not too bad there. This from about 10 feet. Über links. Jetzt habe ich nicht geguckt. Es geht ein bisschen berghoch. Okay. Ja, wir sehen es ja auch da vorne. Auf dem letzten Kästchen geht es dann leicht berghoch. Ah, der ist zu wenig. Okay. Good effort, but that'll run 2-3 feet past the hole. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen, weil wir haben da ziemlich einen Break. Yo. Okay, that's in for his par. You're at the ninth. So, eine saubere Scorekarte. So, einer hat hier 5 Under gespielt. Wir gucken mal kurz auf das Leaderboard. 5 Under sind gespielt worden von Thomas Jennings. 8 Under in der Summe ist aber bereits an der 16. Und der erste Score, der im Hause ist, ist der Argentinier mit minus 6, heute minus 4 gespielt. Also der hat auf jeden Fall den Moving Day genutzt, um sich nach vorne zu bringen. Genauso eben mit Thomas Jennings. Okay, alle da vorne sind unter Par. Wir mit minus 3. Sehr zufriedenstellend. Muss ich einfach so für mich hier einfach konsternieren. Das läuft. Hilton Head Invitational hier auf dem Harbour Town Golf Links. Der Platz liegt uns genauso. Wie gesagt, am Anfang ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber mittlerweile haben wir uns dran gewöhnt. Aber man muss auch sagen, solange der Wind auch nicht ganz so kräftig ist, kommt man auch ganz gut mit diesem Platz zurecht. Jetzt schauen wir mal, ob er uns diesmal den Ball wieder extrem rüber treibt. Ja, der geht sofort rechts weg. Also es ist schon ein bisschen unberechenbar. Turning out to be a wonderful Saturday of golf here and this another fine tee shot. Okay, aber das stellt für die Annäherung erstmal kein Problem dar. Die Fahne steckt hinten, das heißt, wir haben viel Grün zum Anspielen, zum Hinrollen lassen. Deswegen eher ein Eisen 7, weil wir haben ein bisschen Rückenwind, der wird also etwas länger sein. Dann wird er auch ein bisschen nach rechts springen, wenn er aufkommt. Okay, so ist der Plan. Den Ball auf jeden Fall diesmal rollen lassen. Der soll da auf jeden Fall hinrollen. Langgesteckte Fahne hinrollen lassen. Kurzgesteckte Fahne natürlich mit viel Backspin möglichst spielen. So, so wie das aussieht, haben wir wieder eine hervorragende Birdie-Chance. Okay. Denn wir haben so gut wie kein Break. Der Ball liegt hervorragend. Leicht über rechts. Oh. Über die rechte Lochkante. Knapp. Aber Birdie gespielt. Und ihr wisst ja, auf der Scorekarte gibt es keine Bilder. No pictures on the scorecard. Die 11, 422 Yard. Wir müssen schauen, dass wir hier über die Bäume kommen, dass der Ball dann rechts ins Fairway kommt. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er jetzt wieder hier die Kurve annimmt oder eben nicht. Diesmal nimmt er sie wieder an, ja. Und zwar kräftig. Ja, er bleibt im Fairway. Yeah, that's a nice swing and the result is gonna be a tee shot that is set up just fine.
Sehr gut. So, Iona, this is second from the fairway. He's left himself 133 yards to the flag. And that wind is hearing from left to right, so you need to factor that in as you start this ball. So, das Pitching Wedge. Und wenn der nach rechts getrieben wird, wird er natürlich etwas kürzer. Okay. Ja, wir gehen ganz nach hinten. Ja, wieder nicht richtig hier nach hinten durchgeschwungen, aber es sieht trotzdem gut aus. Just needed a little bit more. I know it's 10 feet, but come on, I want it a little bit closer. Yep. Shouldn't be much in this for birdie. So, auch hier geht es jetzt wieder ein bisschen berghoch. Zuerst haben wir ein bisschen Break von rechts nach links. Vorne ist es dann in die andere Richtung. Aber im Endeffekt würde man sagen, wir spielen den etwas über rechts, weil dann... Nee, wir müssten den eigentlich eher über links spielen, weil am Anfang weniger breakt und dann hinten mehr. Aber im Prinzip ist es Kopfspiel gesprungen, würde ich sagen, weil so viel Break ist es nicht. Yes, good start to this backside. Back-to-back birdies here at 10 and 11. And he moves to 19 under for the tournament. Jo, so, das ist jetzt die Bahn, wo wir natürlich gucken müssen, dass wir hier gut reinkommen in dieses Dogleg, damit wir die Fahne angreifen können. Wo finden wir die Fahne? Die steckt wieder vorne rechts, wenn ich das richtig sehe. Okay, das heißt, wir müssen links bleiben. Aber wenn der hier reinrollt, dann müsste er ja auch noch ein bisschen Länge machen durch den Rückenwind. Also gut. Ja, geht schon wieder ein bisschen nach links, oder? Ne, er fliegt geradeaus. Okay. Komm, bleib liegen. $302 Yards haben wir jetzt geschlagen. So, wir haben wieder 8 Miles. Rückenwind. Ein 54er. Ich tue mich jetzt ein bisschen schwer, weil so viel können da den Wind ja gar nicht annehmen. Prinzipiell ist er dann sowieso immer kürzer. Prinzipiell ist er da sowieso kürzer. Approach hat auch ein bisschen Backspin. So, wir gehen doch ein bisschen näher ran, weil lieber hintern Stock als zu kurz. Ja, schon wieder nicht richtig durchgezogen. Der wird gar nicht aufs Grün kommen, oder? Ah, der rollt. Ah, bleibt liegen. Hervorragend. Da haben wir dann doch ein bisschen Glück gehabt. Genau. Birdie Chance hier. Very long putt though. Gotta be a little careful if it gets away on him. 6 inches. Das heißt etwas mehr als 2 Kästchen. Über rechts. Okay. Das ist zu viel, das war zu weit. Nope. Ja, einfach nope. Okay. That one safely in. And it's a par here at 12. And he's going to stay at 19 under par. So, einen kleinen Schluck genommen. Der Caddy sagt, wir sollen mehr trinken. Jetzt eine der interessantesten Bahnen. Die Fahne steckt in diesem kleinen, ja, wie will man sagen, Landzunge oder wie diese Ausbuchtung. Genau in diesem Bereich ist natürlich schwer anzuspielen. Da muss man definitiv eigentlich mit dem Backspin spielen, hinter die Fahne und dann zum Stock rollen bzw. spinnen lassen. Denn davor aufkommen wird fast nicht gehen. Aber dafür müssen wir natürlich den Ball sauber ins Fairway bringen, damit wir auch direkt hier anspielen können, möglichst nahe, damit wir einen möglichst kurzen Schläger spielen können, damit wir auch viel Spin drauf bekommen. Okay, das sieht erstmal nicht verkehrt aus. Das sieht sehr gut aus. Boy, tough to do a whole lot better than that. That ball right down the middle. 53 Yards. Okay, dann wollen wir mal. Ach. Here. Now a short one for his second. Ja.
So, ein Approach. Ein Approach-Wheeler. Oh je. Ja, klar. Nee, nee. Approach. Okay, damit kommen wir jetzt ran. Und wir haben auch noch Rückenwind. Ein Pitch geht nicht, weil der ist dann einfach zu kurz. Da müssen wir fast einen Longflop spielen, aber dann kommt er auch nicht hin. Eieieiei. Wenn wir einen Schläger mehr nehmen, das will er nicht, ist klar. Ein Lobshot macht man natürlich mit den Wedges. Das wäre wirklich das Längste. Ob der Wind wirklich uns den Ball bis dahin bringt, ich wage es zu bezweifeln. Ah, wir haben uns in so eine bisschen dumme Distanz gebracht. Das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, wir müssen es mit dem Finesse probieren. Einfach hinter den Stock und dann hoffen auf einen guten Putt. Aber ich glaube, das sollte nicht das Problem sein. Wir werden den auf jeden Fall nochmal hoch anspielen. Ja, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir ja ein bisschen Spin hier auf den Schläger drauf. Auf den Ball. So, kommt er ein bisschen zurück? Ja, bleibt nur liegen. Okay. Okay, on the putting surface, but work to do from there. Ja, das war jetzt einfach, ich sag mal, ein sicherer Schlag mit der Grün, in Anführungszeichen. Oh ja, 8 Inches runter. Das ist natürlich ganz gefährlich. 8 Inches runter. Ja, das Problem ist das letzte Stück. Da kriegt er halt Speed. Wir müssen praktisch hier über die Welle, hier ungefähr. Da müssen wir drüber, hier ungefähr. Und dann bekommt er richtig... Ja, das Thema ist halt, mit den langen tue ich mich einfacher als mit diesen kurzen. Reichen da 3? Oder verhungert er uns oben hier oben auf der Kante? Oder verhungert er uns? So, das Problem ist auch wieder hier. Das ist so ein Double Break. Erstmal extrem von links nach rechts und unten geht es dann in die andere Richtung. Ist also echt ein schwieriger Putt. Also hier müssen wir einfach nur gucken, dass wir auch wieder das Pärchen spielen. Aber dazu müssen wir definitiv über die Welle kommen. Und wenn er über die Welle geht, bricht er eigentlich viel mehr dann auch mehr nach links. Ja, kommt über die Welle und jetzt runter. Oh, der wäre gar nicht so verkehrt gewesen. Ja, okay, also der war jetzt wirklich safe gespielt. Wir sind gerade so über die Welle gekommen. Aber das passt. Auch hier wieder ein Pärchen gespielt. So, wir sehen den ersten Verfolger mit 65 drin. Minus 9 ist jetzt das Ergebnis im Clubhaus. Yep, 65 minus 9 ist das Ergebnis im Clubhaus. Thomas Jennings, geteilter Zweiter. Dann schauen wir mal, ob die anderen Kollegen hier noch ein bisschen rankommen. Wir haben jetzt ein spannendes, jedes Mal mache ich das hier falsch, wir haben ein spannendes, wie gesagt, Par 3, aber das Gute ist, dass die Fahne hinten steckt, aber wir haben auch jede Menge Gegenwind. Ich würde das Eisen 6 nehmen wollen, hoch anspielen, weil wir haben eigentlich genügend Grün. Genügend Grün. So, genau, der wird uns den hier ein bisschen rüberdrücken. Ist natürlich, wie gesagt, alles ein bisschen gefährlich, aber eigentlich haben wir genügend Grün für dieses Eisen, sodass der eigentlich zum Liegen kommen sollte und natürlich übers Wasser geht. Okay. Mitte Grün. With that breeze just really playing havoc with the ball right now. That thing hit a wall and came straight down. So, 3 Inches nach oben. Das heißt, wir machen den hier hin. Da geht es jetzt erstmal hoch und dann sind wir oben auf dem Plateau. Am Anfang wenig Break. Oben bricht er dann, wenn er langsamer wird, stark. Okay. Ziemlich sogar. Oh.
Yeah, that's a pretty good putt. Just a little bit off the mark. Jo, damit können wir gut leben. Sofern, ihr wisst es ja, wir natürlich hier diesen Rückputt auch reinbekommen, weil da haben wir trotzdem noch ganz schön Break. Ja, da müssen wir schon rechte Lochkante. Okay, good putt. And a par here at 14. And he'll remain right where he is. Sehr schön. Die 15, es geht jetzt langsam raus ans Wasser. Das Paar 5, 560 Yards, da natürlich mit dem zweiten draufkommen. Uiuiuiui, da muss man natürlich hier über die Bäume rüberspielen, links. Und ich glaube zu wissen, dass, ja natürlich, wir Wasser haben links vom Grün. Also das ist dann schon eine ganz schöne Geschichte hier natürlich auf das Eagle bzw. das Birdie zu gehen, indem man versucht mit dem zweiten das Grün zu erreichen, was uns aber auch gar nicht gelingen kann. Denn wir haben hier definitiv Gegenwind. Und somit werden wir hier überhaupt nicht in die Reichweite kommen, um mit dem zweiten aufs Grün zu kommen. So, das heißt, wir werden jetzt wieder vermutlich mit dem Hybrid schön über rechts reinspielen. So, das Hybrid. Ja. Ach du Schande. Ja, da bleibt diesmal extrem kurz. Ja, aber das Holz glaube ich nicht. Aber wir sehen, ich sehe da kein Problem. Ja, wir haben natürlich, wie gesagt, Gegenwind. Ja. Wir müssten eigentlich einen Free-Drop kriegen. Damit kann man natürlich auch immer spielen. Ne? Wenn man hier gegen die Bande bzw. gegen die Tribüne spielt, dann kriegt man hier einen Free-Drop. Das ist jedenfalls safe. Im Gegensatz hier zu dem Wasser. Ne? Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Okay. Ein kleines bisschen den Draw. Ja, der geht gut rüber und kommt Mitte Fairway auf und rollt noch ein kleines bisschen. Das ist hervorragend. Third shot. Looking for a good one. Ja, das ist jetzt wieder so eine kurzgesteckte Fahne. Aber er will einen hohen anspielen mit einem Finesse-Schlag. Das ist soweit okay. Wir haben aber Gegenwind. Und er drückt den nach links. So, jetzt haben wir bestimmt Spin drauf, oder? Hey, bleib liegen, dass wir putten können. Sehr gut. That's a bit of a head turner, really. That was a green light situation from that distance and far from the best shot I've seen today. So, am Anfang geht's runter, dann geht's wieder ein bisschen hoch. Ja. Okay, wir spielen den trotzdem kürzer. Es geht über rechts, deutlich über rechts. Naja, dadurch, dass es hier gleich runter geht, wird er sofort nach links brechen. Er wird sofort links rüber gehen. Ja, da müssen wir schon ganz schön kräftig, glaube ich, rechts anhalten. Oh ja, okay, da haben wir uns dann doch böse verschätzt. Aber der Rückputt sollte eigentlich kein Problem sein. Natürlich wieder linke Lochkante. Ja, das müsste passen. Oh, da war schnell, da war schnell. Ja, der hätte auch ruckzuck auslippen können. Da haben wir jetzt ein bisschen Glück gehabt, wieder mal. So, okay, über die rechte Seite. Der Ball wird definitiv dann Mitte Fairway reingehen. Da machen wir gar nicht... Oh, der startet sofort links. Ei, der startet sofort links. Der wird im Bunker landen, oder? Ah, komm, Rall. Ja, das ist besser. Wir sind ja Rechtshänder. Damit stehen wir links vom Ball. Pay the price as this ball gonna run off the fairway and into the bunker. So, 84, 92, 50er. Nee, mein Freund. Dann nehmen wir das Pitching Wedge. Auf jeden Fall länger. Ja gut, wir haben ja jede Menge Grün hier zum Anspielen. Der Wind ist natürlich wieder ätzend.
So. Ja, komm aufs Grün. Oh ja, der ist gar nicht so schlecht, ne? Now that was a tough shot coming out of the fairway bunker, so really, all in all, that's an excellent approach. Now this for another birdie. Ja, das ist jetzt auch wieder so ein Mega-Break. Am Anfang nicht. Da rollt er geradeaus erstmal so ein bisschen. Und dann, je langsamer wird, desto mehr breakt. Und dadurch rollt er immer stärker rechts runter. Okay. Und versenkt. Oh, straight into the cup. Well done. That's a birdie here at 16. And he gets it to 20 under par. So, läuft es jetzt nicht unter Sandsafe. Also, wir haben Rückenwind, deswegen ein Schläger weniger. Den Rückenwind werden wir spüren. Ein Schläger weniger. Das Achter bleibt sowieso verhältnismäßig schnell liegen, aber wir müssen da hinten aufpassen. Da hinten ist rot gepflockt. Ne, man sieht es. Das sind rote Pflöcke. Da ist dann sofort Penalty Area. Also lieber ein bisschen kürzer als zu lang. Ein bisschen Overswing, also das ist deutlich Overswing. Aber fast wieder Pin High, komm, bleib liegen. Hervorragend ins Grün gespielt. So, das sieht sehr gut aus. Da haben wir wieder eine gute Birdie-Chance. Einfach aus der Tatsache heraus, dass wir hier kaum einen Break haben. Ganz leicht nach links. So, es geht auch ein bisschen bergab. Das heißt, der Ball wird schneller. Ein bisschen bergab ist gut. 3 Inches. Okay. Ja, machen wir so. Linke, rechte Lochkante. Reicht das? Ja, da vorne tut sich wenig, ne? Das ist am Anfang. Mach ein bisschen mehr. Der wird natürlich hinten dann nicht. Oh. Toward the end of the round. Birdies at 16 and 17. And he moves to 21 under par. So, da muss man jetzt auch wieder sagen, dass der wirklich gerade so über die rechte Lochkante reingefallen ist. Da haben wir dann auch gerade ein bisschen Glück gehabt. Aber das gehört nun mal zum guten Spiel dazu. So, Gegenwind einfach hier vorne in die ins Fairway ohne großes Gedönsen. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu überlegen. Mitte Fairway. 198, Eisen 6, Eisen 5. Eisen 5 für uns. Okay. Wir haben Gegenwind, also dann auf jeden Fall ein Eisen 5. Ja, wir müssen aufpassen, dass er uns nicht so weit links rausgeht. Die Fahne steckt links und wir wollen definitiv nicht hier links raus in die Waste Area. Er wird rollen. Ja, aber der Wind ist schon kräftig. Da müsste ihn extrem kurz lassen. Und dann müsste er rollen. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns ja eigentlich echt kein Risiko eingehen. So, er geht links. Er geht Richtung Stock. Der wird zu lang sein, oder? Der wird zu lang sein. Nein. Ah, schade. Bisschen zu lang, kleines bisschen zu lang. So, was uns fehlt, ist immer noch der Chip-In. Wir versuchen es nochmal, ein bisschen über links, ein bisschen über links. Mal schauen, ob wir das noch hinkriegen. Nee, der geht zu mir. Schade, schade. Ist halt schwierig, den Ball genau auf die Linie zu bringen. Boy, that's well done. Aber he barely touched that and got it to roll to a stop. And believe me, it was much harder than it looked. Ja, genau. Aber wir haben den wirklich gut auf die Linie gebracht. Die Distanz ist hervorragend. Kurz hinter den Stock, das ist eigentlich optimal. Und wir machen jetzt hier zum Abschluss der dritten Runde nochmal ein Pärchen. So, a tap in there. That's for par at the last. So, could tomorrow be the day for our featured golfer?
two wins on the Korn Ferry Tour already, a third, that's an automatic promotion to the PGA Tour. And definitely should be. If you can win three times out here, you deserve to be on the big tour. And I know it's just one more round of golf to go, but after this season and the golf that we've seen, this should happen. Till next time, for our entire cast and crew, I'm Rich Lerner. This has been a presentation of EA Sports PGA Tour Golf. So long, everybody. Jo, da haben Sie es jetzt auch angesprochen. Sollten wir dieses Turnier gewinnen, dann wäre es das dritte auf der Conferry Tour und damit hätten wir automatisch die Promotion für die PGA Tour. Und wenn das so kommen sollte, wovon ich jetzt, um ehrlich zu sein, mit 11 Schlägen Vorsprung ausgehe und wir wirklich den Platz im Griff haben, also wirklich bis jetzt keine Fehler gemacht haben, die zweite Runde ohne Bogey. Wir sehen es hier, also auch hier wieder sauber gespielt, haben auch einen Quest erfüllt mit dem Eagle an der 2. Ich glaube, da ist es auch ganz klar. Da werden wir, denke ich, dieses Turnier hoffentlich auch für uns entscheiden können. Und dann heißt es, werden wir die nächsten Turniere im Fast-Mode, im One-Round-Mode spielen, damit wir dann schnellstens in die Finals kommen, die ich gerne natürlich auch gewinnen möchte, um hier entsprechende Punkte einzuheimsen. So, wir schauen mal, was wir jetzt hier für diese Runde bekommen haben, weil wir müssten auch wieder natürlich hier entsprechende XPs bekommen und Skill Points. So, Total Token, Golfer Level Up 2. Genau, 2 Skill Points und dann haben wir hier auch noch ein bisschen was bekommen. Pro Pass Level Up, da kriegen wir dann auch nochmal XP, soviel ich weiß. Hervorragend und das wird unserem Golfer helfen, auf jeden Fall sich auf die PGA noch besser vorbereiten zu können. So, das soll es für heute gewesen sein. Das war die dritte Runde. Hier der Habertown Golf Links haben wir gespielt, die dritte Runde der Hilton Head Invitational des Einladungsturniers. Hervorragend wieder mal gespielt, unter Par mit einem Eagle. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen über ein Däumchen und natürlich noch besser wäre, damit ihr natürlich die vierte Runde nicht verpennt bzw. verpasst, ein Abo hier auf dem Kanal. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch weiterhin ein schönes Spiel. Bis zum nächsten Mal hier wieder bei mir auf dem Kanal. Ich sage Tschüss, ciao, cheerio, der Baden-Farmer.